Gehen wir konkret auf dieses Wochenende. Es sind ja im Einsatzfall nicht nur einige Damen oder Herren der lokalen Bergrettung im Einsatz, es sind ganze Teams, die da von der Feuerwehr, von der Bergrettung, Alpinpolizei, die Hundestaffel und so weiter und so fort, die Flugrettung nicht zu vergessen im Einsatz. Was ist konkret da in der Mühls und Sonntagstein waren die Einsätze ja besonders heftig? Ja, es ist bei solchen Einsätzen ist es oft, was man im Vorfeld, man kriegt die Alarmierung, es ist ein Lawineneinsatz und man weiß noch relativ wenig. Also man weiß nicht konkret, sind da Personen verschüttet, wie viele Personen sind verschüttet oder auch nicht. Und es läuft bei dieser Alarmierung einfach im Hintergrund eine große Maschinerie an. Ob das Polizeihubschrauber ist, ob das unsere Hubschrauber sind, es sind mehrere Ortsstellen der Bergrettung, die das Gebiet betreffen. Teilweise kommt die Feuerwehr noch dazu zur Unterstützung oder auch andere Partnerorganisationen, je nachdem, wie man das regional organisiert hat. Das können Skilehrer sein, etc. Also man hat da auch von der Pistenrettung oder wenn es irgendwo im Pistennahbereich ist, kommen sehr viele Liftbedienstete dazu, die da mithelfen. Und das ist halt am Anfang immer ziemliches Chaos, bis das einmal geregelt ist. Das ist ganz normal. Und das ist halt die Herausforderung, dass nachher die Einsatzleiter den Überblick bewahren und dass das geordnet abläuft und vor allem auch der Eigenschutz der Mannschaft gewährleistet ist. Was hat denn dieser Corona-Winter mit deutlich weniger Touristen auch in Vorarlberg für Auswirkungen auf Ihren Job als Bergretter? Ich finde jetzt gar keine großen Auswirkungen. Also natürlich merkt man das, dass in den Skigebieten weniger los ist, also gegenüber sogenannten normalen Skisaisonen. Wir haben aber trotzdem unsere Einsätze zu machen, also ob das im normalen Skibetrieb ist oder natürlich auch, was tagtäglich zum Gesundheitsgeschehen gehört, also ob das internistische Notfälle sind, ob das neurologische Notfälle sind, Rodelunfälle natürlich, das ist so das klassische Repertoire im Winter, was so auftreten kann.